Wie war es denn für dich, da mitzumachen? Es war eine spannende und lehrreiche Erfahrung. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, die Woche mit den anderen Kandidaten gemeinsam zu kochen bzw. mich zu messen. Aber ich bin auch ganz froh, dass die Woche dann vorbei war. Was hast du denn kochen gelernt? Ich habe mir das Kochen selbst beigebracht. Ich habe weder eine Kochschule besucht, noch habe ich in irgendeiner Form eine Ausbildung gemacht. Ich habe einfach über die letzten Jahre immer wieder geguckt, dass ich mich selbst versorge und verschiedene Sachen ausprobiert. Was war denn das Anstrengende bei dem perfekten Dinner? Das Anstrengende war, oder das Anstrengendste für mich persönlich war, nicht zu wissen, was ich kochen muss. Das heißt, ich habe morgens erst erfahren, was ich zwei Stunden später kochen soll. Und in der Zeit eben vernünftige Rezepte zu finden und selbst zu schauen, dass man das eben so interpretiert, wie der Kandidat, der sich das Menü wünscht, haben möchte, war eine unglaubliche Herausforderung. Was isst du denn selber am allerliebsten? Am allerliebsten esse ich persönlich Hausmannskost, das heißt einfache Gerichte. Ich esse gerne Rinderfleisch, das heißt alles, was mit Rinderfilet zu tun hat, ist bei mir immer herzlich willkommen. Und ansonsten esse ich vor allem viel leichte Sachen, also viele Salate, viel mediterrane Küche.